Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in der Redstone World im Redstone Freizeitpark zusammen mit Iosa 100. Hallo Janus! Jo, hallihallo Leute, auch von mir. So, juhu, Janus, das ist mega cool geworden, das Gebäude. Im letzten Part von Janus haben wir schon gesehen. Willst du unsere Zuschauer nochmal auf den neuesten Stand der Dinge bringen, was es hier gibt? Ja, es gibt Pferde, die schweben. Nein, so kompliziert ist es nicht. Wir haben hier die Altbildkante Josefs Minecart mit Armor-Stand und irgendwelchen Mobs drauf Technik und die ganz normale Minecart-Wartetechnik, die hier durchfährt. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, 1, 2, 3, 4 Pferde zu nehmen, einen Ausstiegspunkt ganz hinten, einen Einstiegspunkt ganz vorne zu setzen und über diese können die Leute dann oder die Kinder dann sich in die Pferde reinsetzen und hier eine Runde durch das Teil drehen und sobald hinten das Pferd wieder angekommen ist, wird das nächste losgeschickt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die ordnungsgemäße Titulierung dieses Begriffes das sogenannte MAM-Prinzip ist. Minecart Armor Stand Minecart-Prinzip. Mit diesem Prinzip ist es möglich, Dinge in Minecraft schweben zu lassen und sie über eine Schiene, die sich im Untergrund befindet, zu bewegen. Vollende. So, okay, dann lass uns mal beginnen. Janus, ich brauche deine Hilfe. Und zwar möchte ich gerne, dass du mit mir zusammen die Schiene abläufst, während ich... Warum machst du das? Böser Mensch. Ich wollte einmal zeigen, wie es funktioniert. Aber das ist jetzt gerade eine Situation, schlecht, wenn du das machst. Also komm. Okay. Ich gehe oben drauf. Oh, ich fühle mich so aufgeputscht. Was habe ich gemacht? Ich habe Kaffee getrunken. Ich merke es richtig. Ich bin total hibbelig. Cola, aber Kaffee, alles nicht gut. Ich habe Janus vorhin ein Bild geschickt. Wisst ihr, was das für ein Banause ist? Guckt euch das mal an, Leute. Hier, ich habe feinsten Espresso gebraut und ich habe ihm das Bild geschickt. Und was ist die Antwort von diesem Typen da? Was ist die Antwort von dem Typen? Ja, ein kotzendes Smiley hat er dir geschickt. So, meine Güte. Okay, du läufst oben, ich laufe unten. Reaktion aus, wenn ich dieses Gesöff trinken müsste. Du willst mich ja wohl beleidigen, oder? So, ich bin jetzt genau auf einer Ecke. Ja, ist ja gut. Ich gebe dir gleich die Ecke. Ich bin schon zu weit vorne, glaube ich. Ja, das könntest du bitte Schiff loslassen. Dankeschön. Okay, bist du jetzt wirklich auf der Ecke? Ja, wirklich. Ey, warte mal, das ist ganz schlecht. Pass auf. Nee, wir müssen mal ganz kurz. Give the Joecraft Command Block. So, wupp, da ist der Command Block. Execute as Iosa 100 at s run particle. Ja, genau, gib mir noch den Umrandungspartikel. Barrier. Pim, pim, pim. 0, 0, 0. Erstmal 0, 0, 0. 1, normal. So. Dann wird das ein Repeating-Command-Block. So, hat jetzt Janus die Partikel. Und die verschieben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke in den Boden. Das heißt, wir schreiben die Partikel. Gut, perfekt. Also Janus, du stehst jetzt genau auf dem Block, wo wir hin sind. Okay, gut, wunderbar. Ja. Dann geh mal weiter. Ich sneak jetzt hier aber lang. Ist das okay? Ja, das ist okay. Achso, war mal ganz kurz. Okay. Weil sonst ich hier eventuell vom Zaun runterfalle. Na, du bist schon zu schnell. Achte mal ein bisschen auf mich im Boden, wo ich gerade bin. Okay, wo bist du jetzt? Ah ja, okay, geh mal weiter. Ich sehe es ja, schon kommen. Warum bist du runtergegangen? Das Pferd fährt nachher an eine ganz andere Stelle. Achso, du bist jetzt hier gerade runtergegangen, ne? Ja. Warte. Ja, okay, das heißt, hier geht's runter. Gut. Mhm. Okay, weiter. Ja, was? Ich versuche mal möglichst mittig hier drauf zu gehen. Mir ist etwas aufgefallen auf YouTube, Leute. Könnt ihr mir bitte einmal eine Sache erklären? Ich möchte für die. Bleib mal kurz stehen im Janus, okay? Bleib mal so stehen. Ja. Ich möchte gerne etwas ausprobieren, Leute. Ich verstehe etwas nicht auf YouTube. Bleib mal. Nee, geh mal wieder auf die andere Position, wo du gerade warst. Es gibt eine Sache, die müsst ihr mir erklären, liebe Leute. Warte mal ganz kurz. Warte. Ja, beweg die nochmal kurz einen Moment. So. Jetzt. Okay, das wollte ich fürs Thumbnail nehmen. Könnt ihr mir bitte erklären, warum muss jeder YouTuber seinen Mund auf dem Thumbnail so groß aufreißen, dass man sieht, wie tief das Loch in seinem Gehirn ist? Warum? Die Augen aufreißen, bitte.
Wieso? Warum macht das jeder? Also fast jeder. Jeder Trend-YouTuber. Warum reißt er seinen Mund auf? Das sieht einfach, weißt du, wenn Menschen den Mund aufhaben, ist das eigentlich früher, in der alten Zeit, ist das damals ein Zeichen von Dummheit gewesen, wenn die Menschen es nicht hingekriegt haben, ihr Mund zu schließen. Ja, es ist quasi, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es gibt sogar Leute, die sagen, das ist eine spastische Lähmung, wenn man den Mund nicht zukriegt. Und die ganze Zeit, also wirklich, hallo. Warum muss das sein? Es regt mich so auf. Und weil es mich aufregt, wollte ich das einfach mal machen. Mal gucken, was passiert. Und wehe, wenn dieses Video jetzt dadurch mehr Klicks hat, Leute. Ehrlich, dann raste ich aus. Dann höre ich auf mit YouTube wahrscheinlich. Oder auch nicht. So, weiter geht's, Janus. So, warte mal, wir waren bis hier, ne? Ja, ich sehe das ziemlich gut hier. Durch die tolle Funktion, die wir haben. Mhm. So. Ja, okay. Ja, achso, jetzt geht's wieder nach oben, ne? Hier einen nach oben. Ich bin jetzt bei dem, der gerade einen nach oben gegangen ist. Okay, bin ich auch. Mhm. Das ist erstmal ein ganzes Stück geradeaus. Mhm. Bis hier vorne. Mhm. Und dann? Nein, rüber. Rechts. Drei geradeaus. Ein rechts. Ein geradeaus. Rechts und jetzt gerade rechts. Nachher fährt das Teil komplett falsch. Nein, das Feld wird 100% richtig fahren. Okay, hier gehe ich jetzt einen nach unten, Josef, wo ich stehe. Hier ist der Übergang. So, dann, wo gehst du einen runter? Hier. Bei den Übergängen ist das Einzige, wo wir gucken müssen, wie wir das leiten. Okay, geh mal ein bisschen weiter. Hier ist die Kreuzung. Ja, alles gut. Jetzt hier gehe ich wieder einen runter. Warte, du gehst einen runter. Okay. Mhm. Ja, hier ist der Übergang. Also ich stehe auf dem Übergangsblock. Ecke. Warte. Oh, wo ist die Ecke? Ach, die geht nach links. Okay. Ist immer gut, wenn du sagst, wohin das geht. Okay, Ecke, ja, weiter. Links. Mhm. Und dann wieder geradeaus. Ja, weiter. Hier einen nach oben. Die nach oben müssen wir mal koordinieren. Ja, okay. Mhm. Geradeaus, 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 Ecke. Gut. Rechts. Boah, Leute, ich freue mich schon, wenn es fertig ist. Weiter. Mhm. Geradeaus. Rechts. Geradeaus. Ja, mach heute. Mhm. Rechts. Ich halte schon auf. Du bewegst dich hier wie diese kleine Snake aus dem Spiel Snake hier unten. Und jetzt gehe ich halt ein ganzes Stück wieder geradeaus. Und hier gehe ich einen nach oben, wo ich stehe. Ja, okay. Ecke. Mhm. Geradeaus, also rechts. Weiter. Abwechslung, Schlangenlinien. Hier ist wieder eine Ecke. Und hier jetzt wieder ein langes Stück geradeaus. Geh das mal ruhig immer ab. Ecke. Vollste Konzentration, wir beide. Wir machen das gut, Janus. Rechts. Sehr gut. Mhm. Geradeaus. Hier ist wieder ein Übergang. Nach unten. Ecke. Jetzt kommt hier wieder zickzack. Bis hier vorne. Mal ganz kurz. Hier ist irgendwas seltsam gegangen. So wegen dem Runter. Ah ja, okay. Ja, das ist die einzige Stelle, die mir gerade nicht gut gefällt. Wir machen das nochmal bitte so, Janus, dass es hier ein Block eher nach unten geht. Danke. Ja. Gut. Mhm. So, Ecke, ja. Bist du bei der Ecke schon hier? Ja. Du bist jetzt irgendwie diagonal gelaufen? Achso, ja, okay. Mhm. Und jetzt hier geradeaus, geradeaus. Wie viel Prozent der Strecke haben wir fertiggestellt? 2/3. Das hört sich doch vernünftig an. Let it rain on Josef. Let it rain, let it rain, let it rain, let it rain. Nee. So, hier ist die Kreuzung. Okay. Geradeaus, geradeaus. Ecke. Rechts. Yes. Geradeaus, 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 geradeaus. Geradeaus, 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 geradeaus. Nee, komm, Scheiße.
nicht hingekriegt. Nochmal. Geradeaus, 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 geradeaus. Ich habe jetzt zwei Stück. Warte, hier geht's nochmal nach unten, Josef. Was? Ja, ich sehe es ja schon. Ja, wo geht's runter? Da geht's runter. Wo geht es runter? Runter. Würde jetzt Rammstein singen. So, weiter geht's. So, jetzt kommt ein langes Stück. Geradeaus, 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 geradeaus. Das ist schwer, das so. Mein Gott, ist das schwer. Leute, versucht das mal. Macht das mal. Sagt man ganz oft hintereinander. Geradeaus, 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 geradeaus. Kennst du schon meinen Song? Geradeaus? Nein. Es gab einen Typ, der, ich glaube, der hieß Jonas Küster, heißt der. Der hat einen Song geschrieben. Und zwar, Redstone ist ein für mich. Ich blick die Schaltung nicht. Okay, das war schlecht gesungen. Mega geil. Ich glaube, das muss ich nochmal neu vertonen und in der Redstone World im Radio einfügen. Was meint ihr, liebe Zuschauer? Redstone ist ein Arsch für mich. Ich blick die Schaltung nicht. Warum zum geht das nicht? Okay. Weiter. Da, 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 da. War das nicht aus dem Musical Annie? So. Ja, ich überlege gerade, also die Melodie kenne ich. Das ist mega gut akzentuiert. Das ist genauso wie dieses neue Apple, als Apple das iPhone-Dings vorgestellt hat. Dieses Trampoline, dieses von Melt. Vielleicht kennt ihr das, ne? Ja. Ja, von Melt. Gebt mal auf Spotify ein oder Apple Music. Melt Trampoline. Den Song kennt ihr 100 Pro. Das ist mega geil. Das ist musikalisch schon echt geil gemacht. Also mir als Musiker imponiert doch schon, was da passiert. So, weiter geht's. Ey, warum machst du das so? Ja, weil es nicht anders geht. Weil, so geht komm, jetzt mach mal beeil dich mal, hübsch. So geht die Kurve in echt aber nicht. Also, mit Maika nicht. Mimi, kannst du ja nachher nochmal schön machen. Na, ich hatte es ja vorher richtig. Jetzt geht die nicht mehr, die Kurve. Ja, warte. Mach die Kurve anders. Mach die Kurve, ja, dann mach sie hier. Dann mach's doch hier, dann mach's ein bisschen lecker. Und ein bisschen. Josef, nicht einfach so. Jetzt musst du den Weg hier wieder korrigieren. Ja, das kannst du ja nachher schön. Das kannst du ja nachher schön. Das, und dein Job wird ja am nächsten Tag. Bitte nicht. Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nicht alles kaputt. Alter, jetzt lauf ich hier. Warte. Ich muss kurz fixen. Ja, was? Ich muss so fixen. Ja, was du immer hören willst, Josef. Nein, habe ich auch nicht gehört. Das ist Schwachsinn. Ich dachte nur gerade, du wärst hier der Schmutzfink. So, okay. Das kenne ich ja gar nicht von Johannes. Soll ein Benehmen hier. Hast du auch schon bei YouTube angegeben, dass dein Video nicht für Kinder ist? Oder ist dieses Video jetzt explizit für Kinder? Wir müssen immer das auf YouTube angeben. Für alle Zielgruppen. Also ich finde es ja immer süß, wie solche Minecraft-YouTuber, die ganze Zeit solche Worte wie oder in den Kamera rufen. Das sind auch nette Worte. Es gibt auch schlimmere, wie zum Beispiel oder piep, piep, piep. Ja, dass diese Videos als Kindervideos durchgehen bei YouTube. Da denke ich mir auch, also YouTube, euer System ist wirklich, um es mit den Worten der YouTuber zu beschreiben. Okay. Hopp, 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 Josef. Gut, komm, ja, ich bin da. Runde. Ich warte. Mach nicht die ganze Zeit, die irgendwelche bösen Schimpfwörter sagen. Ich habe nur die ganze Zeit Janus gesagt. So. Ja, ich weiß. Nicht so schnell. Jetzt hab ich dich aus den Augen verloren. Achso, es ist geradeaus. Ist nur geradeaus. Es ist geradeaus. Ey, Junge, mach hin. So, hier, komm. Guckst du da? So, hier geht's nach oben ein. Aha, da geht's nach oben ein. Was geht nach oben ein? Janus geht nach oben ein. Der, die das, Janus geht nach oben ein. Okay, weiter geht's. Stopp. Wusstest du, dass der Justus von den drei Fragezeichen Gru gesprochen hat, in Ich einfach verwässerlich? Die sprechen ja alle eigentlich recht berühmte. Hier ist ein Fehler von mir. Siehst du? So. Tja, Janus. Warte, komm, jetzt komm. Ich war fast fertig. Ja, hier geht's einer nach unten wieder. Hast du gesehen? Moch. Okay, ja. Hast du gesehen, dass es nach unten geht? Yes. Okay, hier ist eine Ecke und dann sind wir schon wieder da. Oh mein Goodness, guck mal Leute, es passt. Okay, perfekt, danke. Kannst du mir den dummen Effekt wegmachen? Dumme Effekte. Das war das Schlauste, was ich jemals gesehen habe. Das wirklich stimmt. Guck mal.
Das sehen wir jetzt, wenn wir die Schiene bauen. Jetzt müssen wir auch noch mal gleich gucken, wie weit das Kart fährt, weil das Kart soll ja schneller und langsamer werden. Bitte noch nicht losschicken, das Kart. Ich baue jetzt erstmal nur normale Schienen ein. Und wir gucken mal gleich, wie sich das Kart verhält. An dieser Stelle ist die einzige Besonderheit, weil wir das so machen müssen. Okay. So. Wir gucken gleich erstmal, ob es überhaupt auf der richtigen Strecke fährt oder nicht. Das ist zweitrangig. Die Strecke kann entsprechend angepasst werden. Nein. Wenn der Zug zu groß gebaut wird, dann wird einfach die gesamte Schiene erneuert. So. Genau. Ja, das ist Deutsche Bahn-Modi. Weißt du, was ich cool finde? Wie wir beide gerade versuchen, eine Schiene zu setzen. Irgendwie ist das nicht so produktiv, Janus. Aber gut. Janus möchte gerne mitmachen. Ja, bitte. So, okay. Dann lass mal ein Züchtlein fahren. So, schauen wir mal, wie weit das kommt. Das beschleunigt hier. Und wird jetzt ein bisschen langsamer. Das wird sehr langsam hier vorne. Aber das finde ich gar nicht mal so schlecht, wenn es ein bisschen langsamer wird. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Aber es muss auch irgendwann wieder Gas geben. Ja, ich habe den Ohrwurm gesetzt. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Josef, komm. Holzmichel. Der Holzmichel. Leute, irgendwas backt. Guck mal, wie das Pferd rumbackt. Ja, wie? Was? Wenn du da drauf sitzt. Ich mag dich nicht. Das ist das Problem. Es wehrt sich. Es will am liebsten vor dir wegrennen. So. Ist schon cool. Die ist schon schlecht. So, jetzt kannst du wieder von alleine schlecht eigentlich fahren. Hier kannst du mal ein Beschleunigungsteil setzen. Josef, wir haben ein Problem. Warum? Welches? Wenn zwei Leute geschickt gleichzeitig losfahren. Na ja, das lässt sich ja mit einem Timing. Das ist das Nächste. Alter Janus, denkt immer über mich. Ich wäre der größte Vollidiot und würde solche Sachen. Ich wollte einmal bitte mein Rollercoaster Tycoon-Erlebnis haben, wo ich mit Absicht immer die Züge, die Bahnen crashen lassen habe. Sowas also. Na, habt ihr es gehört, Leute? Das ist auch der Grund, warum der Freizeitpark so erfolgreich ist. Da kommen mich ganz viele Menschen rein bei Rollercoaster Tycoon aber nicht mehr raus. Das habe ich immer bei Rollercoaster Tycoon. Ich habe es immer so gemacht, dass ich die Menschen reingelassen habe in den Freizeitpark und durch diese Barrieren, durch die man quasi nur durchkommt, habe ich dafür gesorgt, dass die quasi nur reinkommen. Die dürfen den Park aber nicht mehr verlassen. Das war immer das Beste von allem, wie die Leute einfach im Park. Ein schlechtes Rating. Echt? Das war mir damals egal. Ich weiß es nicht mehr. So, dieser Pferd ist jetzt hat ein bisschen mehr Tempo drauf. Das wird hier ein bisschen langsamer. Und wie geht jetzt hier entlang? Oh, meines Erachtens könnte das Pferd noch einmal hier ein wenig mehr beschleunigen. Beziehungsweise wir könnten ja theoretisch unter die gesamte Strecke auch Soul Sand setzen, damit das Pferd ein wenig langsamer das ist. Schwert, genau. Das Schwert. Das Pferd. Nee, hä? Das Pferd, das hat ein Schwert und das Schwert, das Pferd auf dem Pferd mit. Josef, du Monster. Why? Was? Nichts, alles gut. Ich mach mal die Decke jetzt hier drüber wieder, ne? Weil die. Und dann können wir mal gucken, wie hier die Strecke aussieht. Gut. Okay, das hat geklappt. Aber mit den Schienen sieht das nicht schlecht aus. Ja, ich weiß. Dankeschön. Das nächste, was ich jetzt machen werde, ist das Timing so zu setzen, dass die Pferde, wenn sie fahren, sich nicht miteinander in die Quere kommen. Und das machen wir mit einer Glocke. So, die wir hier anbringen, die Glock, die werde ich jetzt erstmal persönlich im Ermessen einstellen. 1, 2. Gut, das sollte klappen. Naja, es wird nicht klappen. Safe wird es nicht klappen, aber wir testen es. Wir müssen die Pferde gleich einmal. Genau, losschicken, dass ich sie hier festmachen kann. Oh, das Timing ist vielleicht doch nicht so gut. Koalition auf dem Reiterhof, das war knapp. Das Timing war dann doch schon ein wenig speziell, wenn man das mal so sagen darf. Ne, das ist definitiv zu schnell. Wir müssen die Pferde mit einem doch etwas größeren Abstand dann losschicken. Aber ich würde schon so machen, dass mehrere Pferde auf einmal auf der Strecke sind. Es sollen mehrere Pferde auf einmal auf der Strecke sein. Im Idealfall sollen alle Pferde auf der Strecke sein. Immer ein Pferd hier vorne anstehen. Du meinst auf der Strecke bleiben?
Du bist. Nein, Spaß. Die Vorlage war zu gut, aber die nehme ich nicht an. So. Mal gucken, wie sich es jetzt verhält. Jetzt ist schon Sebi. Ja, Janus, dein Pferd ist auf der Strecke geblieben. Geistig. Nein. Du, 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 du. Boah, ey. Du musst mal die Pferde gleich losschicken, Josef. Ja, die fahren jetzt. Die sind losgeschickt. Ich habe das Timing geändert, indem die losfahren. Was natürlich jetzt mich als Redstoner sehr imponieren würde. Dieser fährt das nächste Pferd los. Dieses Pferd kommt hier an. Lutz, nein! Oh, ich habe ein Mach Pferd nicht. geschlagen. Ja, das ist nicht gut. Janus, nicht! Wenn die kaputt gehen, dann musst du die neu spawnen. Kannst du es heilen? Nein. Nein, Lutz ist ausgebrochen. Tja, hast du davon. Lutz. Nimm ne Leine und sorg dafür, dass er dressiert wird. Lutz ist eigentlich ein artiges Pferd. Nein, Lutz war ein artiges Pferd. Bis er gemerkt hat, dass die Behandlung, die Janus ihm zutat, nicht zuträglich war. Komm her, Lutz. Van der Horst oder Du was hast für ein Lutz? alles, was ein Pferd sich wünschen kann. Ich gebe dem Pferd gleich alles, was ein Pferd sich wünschen kann. Oh oh. Ui! Crash auf der Pferdebahn! Oh je. Oh oh. Du. Ganz schlecht. Jetzt haben wir echt ein Problemchen. Didelämchen. Schalalala. Bululululu. Wir haben ein kleines Problemchen, meine Damen und Herren. So, ich beschleunige die Strecke nochmal an Punkten. Wie diesem Punkt hier. Ja. Damit wir nochmal entsprechend ohne Kollisionen hier den Alltag überleben. Gut, die Pferde sollen nämlich noch hier hinten einen Moment verweilen, sodass der Spieler entsprechend hier in Ruhe aussteigen kann. Dann können wir hier nochmal vielleicht so Zäunchen hinsetzen und sagen wir, dass der Spieler hier aussteigen zu hat. So, das kriegen wir hin, indem wir eine sogenannte Schaltung bauen. Und diese Schaltung sorgt dann dafür, dass der Spieler entsprechend die mögliche Zeit auch dann bekommt, die ihm zusteht, entsprechend hier das Pferd zu exitieren. Oh, Josef, Ja. ich möchte das Gelände eigentlich nicht einzäunen. Ich aber. Nein, das sieht doof aus, wenn wir hier das Spaß ganze war. Nein, Teil musst du nicht. einzäunen. Nein, 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 musst du nicht. Wir können das offen lassen, Ich oder? ärgere dich. Musst du nicht. Weil ich habe keine Lust, das sieht doof aus. Weil ich keine Und Lust ist das. habe. Weil, bitte immer mit Verbletstellung. So, gut. Weil Josef doof ist. Wir sehen, das Pferd fährt hier rein, lädt den Kondensator und bleibt hier für einen Moment stehen, dass man in Ruhe aussteigen kann. Und fährt dann weiter. Boom, fast ein Unfall. Echt? Nein, das ging noch, war knapp. Also die sind jetzt so getimt, dass es theoretisch keinen Unfall geben dürfte. Ist das immer so Boah, das das kann. Timing? Oh, das Timing gefällt mir gar nicht. Frage mich, ob das wirklich immer so knapp ist. Das ist immer so knapp. Wenn das jetzt quasi so ist, ist es immer so knapp. Dann Ja. beschleunige ich nochmal eines der Cards. Doch, ich finde das gut, dass das so knapp ist. Nö, ich habe noch eine geile Idee. Ich habe noch eine geile Idee. Machen wir es jetzt richtig geil. Tja, Josef. Mein Job ist heute die Technik, Leute, in dem heutigen Part. Deshalb ist auch ein bisschen. Wir machen gerade, vielleicht merkt es mal, nicht alle Parts sind so kurz wie sonst immer. Wir machen die Parts einen Tacken länger, damit ihr auch was zu sehen habt. Tja. Zu sehen, aber nicht zu hören. Ja, ist gut. Oh. Achso, du warst das, dass das gestoppt hat. Ich hatte mich gerade schon gewundert. Gut, also. Ah, nee, das war mein kleiner Denkfehler. Stopp, ich habe einen Denkfehler gemacht. Janus? Ich bedauere zu Ja. sagen, aber ich habe einen Denkfehler gemacht. Ich hätte hier das Timing anpassen sollen, dass der hier nicht so schnell reingeht in die Dresche.
glaube, jetzt passt es. Nun, das Pferd ist noch ein bisschen geoffsettet, aber jetzt müsste es passen. Also, gucken wir. Also, wenn das Pferd jetzt kommt, das Pferd muss deutlich eher da sein. Ja, das Pferd ist eher da, hält hier an, lässt das andere Pferd durch und dann fährt es erst weiter. Und das ist jetzt quasi genauso, wird es jetzt jedes Mal sein. Siehst du, Janus? Das klingt doch gut. Rechts vor links. So, meine Damen und Herren, damit ist die Pferdestrecke fertig. Und im nächsten Part von Janosch geht es dann weiter. Obwohl, doch, eine Kleinigkeit mache ich jetzt noch eben mit euch. Ah, Josef, die Highlights müssen wir aufbewahren. Nee, den letzten Command-Block schreiben. Der muss mich hier noch hin. Ein Command-Block, da steht drin, execute if entity at p. Die sucht nach einem Spieler, der sich in einer Distance. Genau, wichtig ist jetzt um die Pferdekoppel. Wo ist der Mittelpunkt der Pferdekoppel? Das ist ungefähr hier, ja? Das heißt, wir machen ja, ein execute positioned, also an dieser Position bitte ausführen, 285-70-663, if entity at p distance gleich, und jetzt gucken wir mal, ungefähr eine Distance, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 30, ungefähr, ja, nehmen wir mal 40, 40. So, das ist quasi unsere, na, 40 ist zu viel, unsere 30. Gut, nehmen wir 30. Ist das eine gute Idee? Nein, ist keine gute Idee. Okay, ich werde jetzt einen Bereich festlegen, Leute. Und solange sich ein Spieler innerhalb dieses Bereiches aufhält, ja, in diesem Pferdestall, laufen die Pferde. Die schalten sich von alleine aus, sobald der Spieler dieses Gelände verlässt. Und das funktioniert mit dem Command-Block, den ich hier hinstelle. Und die Besonderheit bei dem Command-Block ist, dass der mit der Clock angeschlossen ist und sich selbst immer wieder updatet, quasi mit der Clock zusammen. Und somit schaltet er sich dann aus, sobald nichts mehr da ist. Und der Command-Block schaltet sich beim ersten Mal an, sobald jemand die Tür aktiviert. Das heißt, die Tür wird aktiviert. So, dadurch haben wir hier ein Redstone-Signal. Das Redstone-Signal geht hier runter. Und geht in den Command-Block. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Ciao, ciao.